Jede Schwäche wird ausgenutzt zum Nachteil. Warum ist Ehre so wichtig in dieser Welt? Vermeintliche Ehre. Das ist ja keine Ehre eigentlich. Man ist 100% loyal zu dem Club. Man setzt sich für den Club ein mit Leib und Leben. Auch mal lebenslänglich in den Knast zu gehen oder zu töten. Kasra Zargaran, ehemaliger Hells Angel, verurteilter Schwerkrimineller, Aussteiger und Kronzeuge. Er brach den Ehrenkodex der Rockergang und redete. Für die Staatsanwaltschaft der große Durchbruch und für ihn 3 Jahre weniger Haft. Zu seinem Schutz saß er seine gesamte Strafe in Einzelhaft. Heute lebt er unter falschem Namen im Ausland. In Deutschland benutzt er seinen echten Namen. Denn die Hells Angels wissen von seiner Aussage und spätestens nach seinem Buch auch die Öffentlichkeit. Wie sieht Kasra Zargaran seine kriminelle Karriere bei den Hells Angels heute? Jan Stremmel nimmt den Aussteiger ins Verhör. Zargaran war 10 Jahre Mitglied bei den Hells Angels. Damals ist der Club alles für ihn. Dann das Schlüsselerlebnis, die Zusammenarbeit mit der Polizei und Gefängnis. Du sagst 7 Jahre. Ja, 7 Jahre in Isolationshaft, ja. Da hast du natürlich viel Zeit, sich mit dir auseinanderzusetzen, zwangsläufig. Und musst natürlich auch Themen, denke ich mal, so für dich auch verarbeiten, die nicht so geil sind. Ja, man muss sich einfach fragen, okay, was ist schiefgelaufen, ne? Was hat nicht so funktioniert? Und da kommst du natürlich schnell darauf, dass ja, bei dir eigentlich nichts passt. Ja, so, und du gewisse Dinge, Entscheidungen getroffen hast, die nicht so gut waren und falsche Wertvorstellungen hattest, wie man eigentlich so als Mensch durch die Welt geht, die dich dann dazu geführt haben, dass du jetzt hier sitzt. Wie wird man eigentlich ein Mitglied der Hells Angels? Bei mir war das so, das war ziemlich verwogen alles. Ich bin ja in Kiel gestartet, als in so einer Supporter-Untergruppierung. Die war den Hells Angels unterstellt. Dort habe ich mich einfach als guter, schlagfähiger Mann durchgesetzt. Ich war einer, der loyal war, der seinem Mann gestanden hat. Was heißt das? Naja, in Konfliktsituationen habe ich mich nicht umgedreht, habe nicht den Schwanz eingezogen, wie man so schön sagt, sondern habe mich der Situation immer gestellt, habe mich auch durchsetzen können. Und das hat sich über die Jahre hingezogen, bis ich dann irgendwann die Vollmitgliedschaft erlangt habe. Was würde denn passieren, wenn sich so ein Typ wie ich da bewerben würde? Na, man würde dich auslachen. Ja. Also man würde dich Tee schicken holen oder so und ab und zu kannst du mal mitkommen. Und das wäre so eine nette Sidekick, komm, wir gehen ins Kino, kannst du mal für 20 Mal Popcorn holen. Mhm. Das ist der nette. Und vielleicht kann man von dir noch irgendwelche netten Geschäfte abgreifen, wo man irgendwelche Kontakte, die du kennst, wo auch immer. Aber mehr wäre das auch nicht. Der Hells Angels Motorcycle Club, gegründet 1948, ist weltweit in 32 Ländern vertreten. Kasra Zargaran gehört dem mittlerweile verbotenen Verein Hells Angels Berlin City an. Ihr Revier, die Berliner Stadtteile Wedding und Reinickendorf. Der Hells Angels Aussteiger fährt mit Reporter Jan noch einmal dorthin. Was passiert, wenn ihn hier jemand erkennt, weiß er nicht genau. Ihr erstes Ziel ist das ehemalige Hells Angels Clubhaus in Reinickendorf. Auf der rechten Seite wäre es jetzt hier. Die Dunkelheit schützt Kasra und unser Team. Doch zu lange wollen wir uns hier nicht aufhalten. Also euer Clubhaus war sozusagen jetzt das Graue in der Mitte, das zweistöckige. Genau, einmal das mit dunklen Backstein und den hellen Backstein. Mhm. Kugelsicheres Glas, alles aus Marmor, wirklich das Feinste vom Feinsten. Riesenbar mit Fernseher etc. etc. Auch alles möbliert. Dann gingst du da durch das Haupttor, dann gab es so eine kleine Wendeltreppe nach oben. Und dann kamst du da oben, wo die hellen Backsteine sind. Und dann war da Dusche, Küche, Vollmitgliedraum. Noch so ein Abstellraum, Badezimmer, also alles, was so das Herz begehrt, um wirklich auch zu leben. Ja. Wie viel Zeit verbringt man in so einem Clubhaus? Ist das so eine 40-Stunden-Woche oder ist das Vollzeit immer? Ein bisschen mehr als 40 Stunden, also außer der Sonntag. Der Sonntag war so heiliger Familientag. Da war es gestattet, dass man sagt, okay, Kinder, Frau, Familienangehörige kann man Zeit verbringen. Ansonsten musste man 6 Tage die Woche am Start sein, im Clubhaus präsent sein. Die Leute, die hier so vorbeigegangen sind, wussten die, was da passiert? Haben die Leute Angst? Wechseln sie die Straßenseite? Sowohl als auch. Wir haben Feedback bekommen, da haben sich die Leute gefreut drüber. Es gab Leute, die fühlten sich durch uns bedroht. Es stand ja fett drauf, auch als Angels. Man hat uns gesehen. Und die Leute, das Auftreten, das war alles voller Harleys hier vorne. Wir saßen hier draußen in einer Selbstverständlichkeit, haben die Straße für uns besetzt sozusagen. Es gab immer eine offene Observation auf der Straße gegenüber hier, zum Beispiel bei der Bushaltestelle, stand immer vom Rocker-Dezernat, haben wir es genannt. Mhm. Die haben offen observiert, Fotos gemacht, geguckt, wer kommt, wer geht. Wir hatten zum Beispiel mal eine Veranstaltung, eine Party, die war
europaweite Gäste eingeladen, haben die hier richtig aufgefahren mit Beleuchtung und Straße. Und also das ist fast wie im Regierungsviertel in Abgeschmiert gewesen. Mittlerweile hat das Gebäude neue Besitzer. Das war alles verpanzert, das glaube, die Tür gab es so gar nicht. Das war eine Panzertür. Also schusssicher? Schusssicher, ja. Was wir nicht wissen, der ehemalige Hells Angel wurde gerade erkannt. Das sieht mittlerweile nicht in meiner Partyraum aus, aber ja. Wie muss ich mir eine Party vorstellen von den Hells Angels? Oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja? Der Morgen los! Ja? Der Morgen los! Der Mann erkennt Kasra Zagaran. Doch glücklicherweise ist er kein Hells Angel-Mitglied. Denen wollen wir lieber nicht begegnen und fahren weiter. Aus dem Clubhaus heraus führte Kasra Zagaran mit seinen Clubmitgliedern ihre illegalen Geschäfte. Vor allem rund um Drogen und Prostitution. Was waren die Regeln in deinem Charter? Also die Grundregeln sind nicht kooperieren mit der Polizei. Es wird keiner belastet bei irgendwelchen Ermittlungsverfahren. Man geht die Frau nicht an. Man ist 100% loyal zu dem Club. Man setzt sich für den Club ein mit Leib und Leben. Auch mal lebenslänglich in den Knast zu gehen oder zu töten. Sich mit der Staatsmacht anzulegen, auch körperlich. Also das heißt körperliche Auseinandersetzung mit Polizisten. Sich mit anderen Gruppierungen anzulegen. Also halt Gewaltbereitschaft muss 100% da sein. Einfach Mann sein aus deren Perspektive. Ne? Es gibt keine Frauen? Nein. Frauen gibt es, aber das ist alles beziehungstechnisch. Die haben im Club nichts, keinen Status, keine Relevanz. Wer Hells Angel ist, bleibt es eigentlich ein Leben lang. Das bedeutet im Alltag Kutte tragen und immer Motorrad fahren. Öffentliche Verkehrsmittel sind verboten. Vor allem ist Aussteigen tabu. Einzige Ausnahme? Wer gegen die Regeln verstößt, fliegt raus, muss seine Kutte abgeben und verliert seine Club-Tattoos, teilweise mit Gewalt. Du hattest ja auch einige Hells Angels Tätowierungen. Hast du die dir danach entfernen lassen? Ich habe ein, zwei Tattoos, die habe ich gelassen. Ganz bewusst. Da kann mir auch keiner irgendwie. Ich habe sie verändert, dass sie rechtlich tragbar sind, dass sie mir nicht auf die Füße fallen, aber trotzdem für mich eine Erinnerung darstellen, weil es ja schon Teil meines Lebens war. Ein einschneidender, wesentlicher. Und die habe ich gelassen, aber 90% habe ich verändert auf jeden Fall. Tattoos, Kutten und Symbole. Daran erkennen Behörden die Mitglieder. Die Polizei Berlin überwachte Kasra Zagarans Club vor seiner Verhaftung rund um die Uhr. Ihre Verbrechen sind der Polizei bekannt. Die ehemaligen Angehörigen des 2012 verbotenen Vereins Hells Angels MC Berlin City sind insbesondere mit Gewaltdelikten aufgefallen, polizeilich in Erscheinung getreten, auch mit Verstößen gegen das Waffengesetz und Betäubungsmittelkriminalität. Nur nachweisen kann die Polizei dem abgeschotteten Club wenig. Dann der große Durchbruch. Kasra Zagaran entscheidet sich auszupacken. Aus der Sicht der Hells Angels die ultimative Todsünde. Warum ist Ehre so wichtig in dieser Welt? Vermeidliche Ehre. Das ist ja keine Ehre eigentlich. Genau, warum sind, vielleicht sagen wir, Egos? Mhm. Warum sagt man nicht, ist mir doch egal, ob der mich beleidigt hat? Am Ende des Tages darf man ja einzig vergessen, das ist ein kriminelles Milieu und jede Schwäche wird ausgenutzt zum Nachteil. Das heißt, du musst halt dauerhaft stark sein, um auch dich nicht anfällig zu machen, dass du irgendwie attackiert wirst und für schwach gehalten wirst. Und das ist alles so dieses ganze Milieu. Ja. Deswegen hat man auch ein cooles Verständnis von Ehre und Stolz, man redet nicht mit den Behörden. Also. Sobald du Schwäche zeigst einem gegenüber, kannst du von anderen dann nicht mehr respektiert, nicht mehr respektiert werden, kannst deinen Status verlieren und Nachteile haben. Genau. Das ist so deren Verständnis. Aber das ist Straßenverständnis und das ist Müll. Das ist Dreck, das ist zu verabscheuen und es hat auch nichts mit irgendwie Stolz oder was da auch immer propagiert wird zu tun, sondern das ist alles Abschauen. Ein tödlicher Streit um diese vermeintliche Ehre zwischen Hells Angels und einer rivalisierenden Gruppe führt zu seiner Entscheidung, diesem Leben den Rücken zu kehren. Du bist ausgestiegen, nachdem du mit einigen anderen Mitgliedern gemeinschaftlich einen Menschen ermordet habt. Wir sind gemeinschaftlich in ein Wettbüro gegangen, unter der Voraussetzung für mich damals und auch für einige, dass es dort einen Konflikt gibt mit einer Person, den gab es zu klären, ob jetzt physisch oder auch verbal, der dann aber leider in der Tötung geendet ist. Nicht von meiner Seite aus, sondern von einem aus der Gruppe. Mhm.
Anfang 2014 befiehlt der Präsident der Hells Angels Berlin City, einen 20-Jährigen aus Rache zu töten. Nur ein enger Kreis wusste davon. Der Aussteiger nimmt Jan mit an den Schauplatz. Er stürmte mit 12 Hells Angels-Kollegen ein Wettbüro, um dem Opfer vermeintlich eine Abreibung zu verpassen. Im Hinterzimmer des Cafés zieht einer der Rocker eine Pistole und feuert ohne Vorwarnung. So, jetzt. Tatort. Tatort? Wir sind dann hier so schräg rüber. Ich war, glaube ich, an 7. oder 8. Stelle. Und hat dann direkt gezielt auf den Jungen geschossen. Ich glaube, das ganze Magazin, ich glaube, 8 Kugeln, davon waren 6 alle tödlich. Warst du schockiert? Was ist, also ja, ja, natürlich. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass es da knallen würde. Ja? Also im Sinne von knallen, dass man da körperlich sich auseinandersetzt. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass da vor versammelter Mannschaft geschossen wird. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Wie fühltest du dich da, dass du gerade beteiligt warst an sowas? Wie als wenn man dir so den Teppich unter den Füßen wegzieht. Bei mir war klar, der Polizei, das ist jetzt Schluss hier. Das war es einfach. Für mich war hier ist jetzt Feierabend. Für mich, für die ganze Geschichte. Und so war es dann auch. Das Charter wurde zerschlagen, die Leute wurden verurteilt, kamen in Haft. Wie lange warst du dann noch auf freiem Fuß, bis du verhaftet wurdest? 3 Wochen. Bereust du, dass du damals dabei warst? Gute Frage. Schwierige Frage. Oder komplexe Frage. Jeder Mensch würde jetzt erwarten, ich würde ja sagen. Das tue ich auch. Aber es ist immer die Frage, wäre das damals nicht passiert? Und Gott hat seine Seele gnädig, muss man schon sagen. Dem armen Jungen damals, der war ja Anfang 20. Das hätte nicht passieren dürfen, auf jeden Fall. Aber wäre es nicht passiert, wäre ich zum Beispiel nicht ausgestiegen. Ich wäre den Weg nicht gegangen. Man hätte das Charter nicht zerschlagen können. Natürlich niemals auf Kosten des Jungs. Das soll jetzt nicht falsch verstanden werden. Klar, bereue ich es. Auf jeden Fall. Aber es ist ein Teil meiner Geschichte. Und ich bin heute der ich bin, durch die ganze Nummer. In Haft entscheidet er sich für das Unmögliche. Er verrät die Namen der anderen Täter. Es folgt ein Prozessmarathon. 10 Angeklagte, 5 Jahre Verhandlung und Kasra Zagaran als Kronzeuge. Seine Aussage bedeutet die große Wende. Ermittlern und Staatsanwaltschaft wird es nun durch ihn gelingen, diesen Teil, dieses Chapter der Hells Angels zu verbieten. Gruppierungen, die wir den Phänomenbereichen der organisierten Kriminalität oder auch der schweren Bandenkriminalität zurechnen, kommunizieren im Regelfall nicht mit uns. Wir gewinnen nur sehr schwierig Zeugen. Insofern war natürlich die Aussagebereitschaft besonders wertvoll für uns und kam auch überraschend. Kronzeugen sind sehr selten. In Deutschland gab es bisher 2 prominente Fälle. Einer davon der Wirecard-Skandal. Kasra geht einen Deal mit den Behörden ein. Er riskiert damit sein Leben. Um ihn zu schützen, sitzt Kasra in Einzelhaft. Komplett abgeschirmt von Mithäftlingen und Außenwelt. Du hast dann eine relativ geringe Haftstrafe bekommen, weil du im Prozess als Kronzeuge ausgesagt hast. Mhm. Du hast damit ja die wichtigste Regel der Hells Angels gebrochen, nämlich mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Ich war mir gar nicht so bewusst, was für Schwellen sich da oder was sich daraus so entwickelt. Weil das ist eine Situation, die kennt ich ja nicht. Wer kennt das denn schon? Also ich bin jetzt kein Massenmörder oder irgendwie jemand, der so jeden Tag mal irgendwie bei einem Mord dabei ist. Und mir war klar, als ich dann den Haftbefehl und die Akten gesehen habe zum Teil, dass man der Meinung war, dass es jeder wusste. Mhm. Aber ich wusste es nicht. So wie diverse andere auch nicht. Ja? Mir war erstmal wichtig, das klarzustellen. Und alles andere kam mit der Zeit. Ja? Kasra Zagaran ging es zunächst nur um die Klarstellung, dass er nicht am Mord beteiligt war. Ein Überwachungsvideo vom Tatort stützt seine Aussage. Die Strafmilderung kam erst später ins Spiel. Dank seiner Aussage verurteilt das Landgericht Berlin 7 Angeklagte zu lebenslang für gemeinschaftlichen Mord. Er selbst bekommt 12 Jahre. 7 davon sitzt er ab. Seitdem lebt er unter Zeugenschutz im Ausland unter falschem Namen. Du musst dich quasi permanent damit auseinandersetzen, dass du bei denen jetzt auf der Abschlussliste stehst. Und das auf jeden Fall. Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Naja, ich habe jetzt mittlerweile auch gelernt, damit zu leben. Ich habe einen sehr, sehr engen Austausch mit den Behörden selber, sei es im BKA oder LKA. Dort habe ich natürlich nach wie vor eine enge Verbindung. Bin natürlich nach wie vor auch bei denen auf dem Zettel. Und die kümmern sich auch um vieles, führen trotzdem normales Leben. Was musst du im Alltag jetzt anders machen als vorher, weil du eben in dieser bedrohten Situation lebst? Ja, da kann ich jetzt nicht so drauf eingehen. Es ist ja auch so mittlerweile das Leben, was ich führe,
ist ja auch weit weg von dem, was ich früher gefühlt habe. Das heißt, das Milieu, in dem ich mich bewegt habe, ist ja weit weg von dem, was ich heute habe. Mhm. Deswegen gibt es da schon relativ wenig Überschneidungen oder Schnittstellen. Kassa Zagaran geht an die Öffentlichkeit, schreibt ein Buch, legt Namen offen. Für ihn eine Art Lebensversicherung. Denn die Bekanntheit schützt ihn vor Racheakten. Da klar ist, wer hinter ihm her ist. Hattest du jemals Gewissensbisse, weil du die anderen verraten hast? Nein. Aber wenn man dann später sich auch richtig mit dem Thema auseinandergesetzt hat, also ich zumindest, dann wird einem schon klar, dass das alles auch irgendwie gar nichts Verwerfliches ist. Jeder muss mit seiner Entscheidung leben. Ich bin fein damit. Als Kronzeuge stellte sich Kasra Zagaran gegen die Hells Angels. Zerschlägt einen Ableger des Rockerclubs. Sein altes Leben ist damit vorbei. Sein neues bedeutet Umzug ins Ausland und trotz allem Angst vor Rache. Eine Vergangenheit, mit der er leben muss.